Was war eigentlich der originale Patronus von Severus Snape, bevor er sich geändert hat? Das und vieles mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werde ich über Severus Snape, Lily Evans, James Potter und eine der reinsten Formen der Magie sprechen, den Patronus. Der Patronuszauber ist berühmt für seine Darstellung von Licht, Glück und Reinheit und wird erzeugt, wenn eine Hexe oder ein Zauberer den Zauberspruch Expecto Patronum ausspricht. Es gibt zwei verschiedene Arten von Patronuszaubern, der körperliche und der unkörperliche. Welche Art die Hexe oder der Zauberer beschwört, hängt von ihren Erfahrungen im Leben ab. Die einfachere Form des Zaubers ist der körperlose Patronus, der keine tierische Gestalt annimmt und einfach einen weißen Dampf- oder Rauchstoß ähnelt. Und die fortgeschrittenere Form des Zaubers ist die Beschwörung eines körperlichen Patronus, auf den ich mich in diesem Video konzentrieren werde. Viele der Hauptcharaktere in den Büchern und Filmen haben die bemerkenswerte und komplizierte Fähigkeit erlangt, einen körperlichen Patronus zu zaubern. Und das kann größtenteils auf die Anleitung von Harry in Dumbledores Armee zurückgeführt werden. Neben den Mitgliedern von Dumbledores Armee sind auch viele verschiedene andere begabte Hexen, Zauberer und Professoren in der Lage, einen solchen Zauber zu beschwören. Trotz Professor Snapes zweifelhafter Vergangenheit als Todesser wurde behauptet, dass er der einzige Todesser war, der jemals einen solchen Zauber herstellen konnte. Es wird allgemein angenommen, dass es unmöglich ist, einen Patronus zu beschwören, wenn man böse ist. Aber das ist nicht ganz richtig, es ist einfach nur riskant. In der Geschichte von Rescidian, dem ersten bösen Zauberer, der diesen Zauber versuchte, wurde er von Maden verschlungen, die aus seinem Zauberstab schossen, als er den Zauber versuchte. Das macht den Zauber nicht gerade einladend, aber was Rescidian fehlte, war die notwendige glückliche Erinnerung, die man braucht, um einen solchen Zauber zu beschwören. Trotz Snapes fragwürdiger Vergangenheit und der Schwierigkeiten, die er im Laufe seines Lebens erdulden musste, war er immer in der Lage, sich an glücklichere Zeiten zu erinnern, an seine Kindheit in Cokeworth mit Lily Evans. Wir wissen, dass James Potters Patronus ein Hirsch war, und wir wissen, dass Lilys Patronus eine Hirschkuh war. Und in einem ikonischen Wortwechsel zwischen Dumbledore und Snape in die Heiligtümer des Todes wird uns enthüllt, dass auch Snapes Patronus eine Hirschkuh ist. Das ist aber rührend, Severus, sagte Dumbledore ernst. Ist dir der Junge doch ans Herz gewachsen? Für ihn, rief Snape, Expecto Patronum. Aus der Spitze seines Zauberstabs sprang die silberne Hirschkuh. Sie landete auf dem Büroboden, hüpfte einmal quer durch das Büro und flog aus dem Fenster. Dumbledore sah zu, wie sie davonflog, und als ihr silbernes Leuchten verblasste, drehte er sich zu Snape um, und seine Augen waren voller Tränen. Nach all diesen Jahren? Immer, sagte Snape. Die Szene zeigt Dumbledores aufrichtige Überraschung über Snapes Patronusform, eine Hirschkuh, denn er hat nie verstanden, wie sehr sich Snape wirklich für Lily eingesetzt hat. Dumbledore hatte nie den Verdacht, dass sich Snapes Beweggründe geändert hatten, aber als er zu Snape sagt, nach all diesen Jahren, wird deutlich, wie sehr sich Snape um Lily sorgte. Dumbledore wusste, dass Lilys Patronus ein Hirschkuh war, und es ist bekannt, dass wenn man jemanden wirklich liebt, sich der Patronus verändern kann, um sich demjenigen anzupassen. Der Patronuszauber ist ein mächtiger Zauber, der das wahre Wesen des Zaubernden zum Ausdruck bringt und der von bedeutenden Ereignissen oder Menschen im Leben eines Menschen beeinflusst werden kann. Man kann sich seinen Patronus leider nicht aussuchen oder ihn absichtlich ändern, und die Tatsache, dass Snapes Patronus immer noch eine Hirschkuh war, die zu Lily passte, war ein Zeichen dafür, dass er Lily wirklich liebte und dass seine Gefühle für sie im Laufe der Jahre nicht nachgelassen haben. Lily Potter war seit 17 Jahren tot, aber seine Liebe zu ihr war immer noch so stark. Eine Sache, die sich viele von euch gefragt haben, ist jedoch, was war Snapes Patronus, bevor er sich in eine Hirschkuh verwandelte? Wenn sich der Patronus so verändert, dass derjenige zu ihm passt, den man liebt, dann liegt die Vermutung nahe, dass Snape irgendwann mal einen Patronus hatte, bevor er von Lily abhängig wurde. Die Sache ist jedoch die,
dass Snape Lily von dem Moment an liebte, als sie sich in der Kindheit kennenlernten. Sie verbrachten in ihren prägenden Jahren in der Stadt Cokeworth so viel Zeit miteinander und schufen eine solche Bindung, dass ich denke, dass ihre Patronusformen vielleicht voneinander beeinflusst wurden. Es ist nicht bekannt, wann die körperliche Patronusform einer Hexe oder eines Zauberers bestimmt oder zugewiesen wird, aber da sie von bedeutenden Ereignissen oder Personen beeinflusst wird, kann man davon ausgehen, dass sie nicht im Voraus festgelegt wurde. Aus diesem Grund denke ich, dass Snape und Lily von dem Moment an, als sie sich trafen, dazu bestimmt waren, denselben Patronus zu teilen, obwohl es möglich ist, dass Snape seine eigene Patronusform unabhängig von Lily hatte, bevor sie sich veränderte, glaube ich persönlich, dass sein Patronus immer eine Hirschkuh war. Eine Theorie, die ich dazu habe, ist, dass es eigentlich Lillys Patronus war, der sich aus ihrer Liebe zu Snape heraus verändert hat und nicht umgekehrt. Obwohl Lily und Snape später im Leben sehr unterschiedliche Entscheidungen trafen, standen sie sich viele Jahre lang sehr nahe und es gab sicherlich einen Zeitpunkt, an dem James Potter nicht einmal im Entferntesten auf Lillys Radar war. Das eröffnet ein ganz anderes Spektrum an Formen, aber es ist ein interessanter Gedanke. Wenn also Snapes Patronus nicht immer eine Hirschkuh war, wenn Snape irgendwann einmal einen eigenen Patronus hatte, welcher wäre das dann gewesen? Es ist bekannt, dass die Möglichkeiten, was ein Patronus sein kann, ziemlich endlos sind, obwohl magische Kreaturen wie Drachen, Testrale und Phönixe äußerst selten sind. Es gibt leider kein zuverlässiges System zur Vorhersage der Form des Patronus einer Person. Das hilft uns leider nicht dabei einzugrenzen, was Snapes Patronus ursprünglich gewesen sein könnte. Aber wenn wir tief in Snapes Charakter und in seinen Persönlichkeitsmerkmalen graben, denke ich, dass wir einige Möglichkeiten ableiten können. Eines der Dinge, die mir an Snape am meisten aufgefallen sind, ist seine lebenslange Hingabe an Lily, eine Art von Loyalität, die in seinen Persönlichkeitstyp eingebrannt ist. Ich habe zwei mögliche Optionen für Patronustiere herausgesucht, die gut zutreffen könnten, einfach um Beispiele zu nennen. Das erste Tier, welches ich rausgesucht habe, sind Schwäne. Schwäne sind wahrscheinlich die Tiere, die am häufigsten mit der Liebe assoziiert werden. Ein Ruf, der durch die Herzform entsteht, die Paare mit ihren Hälsen bilden. Schwäne paaren sich fürs Leben und bleiben nach ihrem Tod ihres Partners allein. Obwohl sie in der Regel weiß sind, können einige Schwäne auch ein schwarzes Gefieder haben, was meiner Meinung nach mehr als passend für Snape wäre. Als zweites Tier habe ich die Turteltaube rausgesucht. Turteltauben sind in ganz Europa verbreitet. Ihre lebenslange Paarung ist der Grund dafür, dass sie mit der Liebe in Verbindung gebracht werden, obwohl ihre klagende Stimme auch ihren Platz in der Kultur beeinflusst hat. Die Turteltaube ist auch eines der Tiere, die allein bleiben, wenn ihr Partner stirbt. Ich denke, dass eine fliegende Patronusform ganz genau zu Snape passt, da er einer der wenigen Hexen und Zauberer ist, die ohne Besen fliegen können. Das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, du konntest einen sehr guten Einblick da rein bekommen, ob Snape seinen Patronus verändert hat, ob er seinen behalten hat oder ob Lily auch ihren angepasst hat an Snape. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.